Haltung, Teamspirit und Unternehmenskultur. Das sind unsere heutigen Themen beim Business Talk am Kudamm. Unsere Gäste sind Dr. Daniel Nummer, der Geschäftsführer der Predictami GmbH, und Dr. Med. Jörg-Peter Schröder, der Geschäftsführer von Frequenzwechsel. Dr. Schröder, als Arzt und Business Coach sind Sie seit mehr als 25 Jahren im Kontext von gesunder Führung, Burnout-Prävention und auch Empowerment unterwegs. Welche Aspekte sind für Führungskräfte in einer Welt des Wandels am wichtigsten? Ja, das ist eine sehr gute und komplexe Frage, weil ich denke, man muss das unterscheiden in drei Ebenen. Die erste Ebene ist die, wie führt sich die Führungskraft selbst? Also wenn ich das so darstellen kann, so organismisch betrachtet, die erste Ebene ist die Zelle. Also die Zelle ist, wie führt derjenige sich selbst? Die zweite Ebene ist das Gewebe, also Team Spirit. Wie gehen wir miteinander um? Was passiert, wenn Konflikte auftauchen? Und die dritte Ebene ist der Gesamtorganismus, soll heißen, wie ist die Organisationskultur bestellt? Das heißt, wie gehen Menschen mit Menschen um? Und das bedeutet für die Führungskräfte, eine gute Wahrnehmung dafür zu entwickeln, wie sie mit sich selbst umgeht und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Also ganz, ganz wichtig natürlich auch, mit sich selbst und mit den anderen umzugehen. Dr. Nummer, Sie haben 15 Jahre in der Geschäftsleitung von börsennotierten Unternehmen Verantwortung übernommen. Also haben da natürlich ganz viele Einblicke bekommen. Was sind denn Ihrer Meinung nach die häufigsten Gründe von fehlendem Engagement von Mitarbeitenden in Unternehmen? Ja, die Menschen des Unternehmens, die arbeiten für das Unternehmen, die möchten sich aber auch mit diesem Unternehmen identifizieren. Das heißt, sie müssen sich vorstellen, dass Mitarbeiter natürlich immer auch nach dem Sinn, also der Sinnhaftigkeit der Arbeit fragen. Wenn es um Engagement geht, dann ist es ganz wichtig, dass Unternehmen sehr gut darin sind, eben drei Themen nachhaltig zu betreiben, nämlich erstens die Kommunikation, also man muss gut informieren über das, wo wir eigentlich hinwollen, was ist die Zielsetzung, warum wollen wir eigentlich dahin und was kann der Einzelne dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Das Zweite sind natürlich die Führungskräfte an und für sich, denn das sind die Multiplikatoren im Unternehmen. Ein positives, authentisches Führungsverhalten ist mehr denn je gefragt. Es geht hier nicht um, ich sag mal, besserwisserisches Handeln in der Organisation, sondern es geht darum, andere Menschen zu begleiten, ein Stück weit anleiten zu können und auch zu fördern, sich weiterzuentwickeln. Und das dritte Thema ist natürlich die Möglichkeit, Konflikte zu lösen. Denn überall da, wo Menschen aufeinandertreffen, wird es neben vielen positiven Elementen und Momenten auch Konflikte geben. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben eine Kultur entwickelt, die es ermöglicht, auch Konflikte und Widerstand als positiv anzusehen, den Widerstand aufzunehmen, denn das ist dann häufig ein Hilferuf des Einzelnen. Das heißt also, es ist kein Widerstand, weil irgendein Mensch böse ist, sondern es geht vielmehr darum, dass man mit diesem Widerstand den Mitarbeiter oder auch Führungskräfte zeigen, einfach nochmal sieht als Unternehmen, da muss noch nachreguliert werden, da fehlt noch eine Information oder da fehlt noch das Gefühl, dass alle eingebunden sind. Also drehen wir nochmal eine Schleife und holen alle ab. Wenn man das schafft, diese drei Punkte tatsächlich miteinander zu verknüpfen, dann kann man davon ausgehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass überhaupt kein Engagement in der Organisation vorherrscht. Jetzt sind Sie auf diese drei großen Aspekte eingegangen. Wie ist das denn, wenn es einfach zwischenmenschlich nicht funktioniert, wenn man jemanden nicht mag oder eben genau das, was Sie angesprochen haben, eben die Konflikte? Wie kann man im Unternehmen daran arbeiten? Ja. Also es menschelt sozusagen in vielen Teams und in vielen Beziehungen, die dann aufgebaut werden. Egal, ob das jetzt die Beziehung Führungskraft-Mitarbeiter oder auch unter Mitarbeitern, ist es ganz wichtig, eine sehr offene Kommunikationslinie zu haben. In Momenten des Konflikts oder in denen man auch spürt, man ist nicht auf einer Wellenlänge, sagt man ja so schön, mit jemandem anderen, dann würde ich da immer empfehlen, auch wirklich die Situation vielleicht primär auch ein Stück weit zu ändern. Das heißt, das Gespräch, das man miteinander führt, vielleicht nicht immer klassischerweise am Schreibtisch, im Büro, vielleicht nicht in der Produktionshalle, da wo ich sonst auch immer mit dem Kollegen oder mit der Kollegin im Austausch stehe, sondern einfach auch mal den Raum verlassen. Also vielleicht auch mal raus aufs Firmengelände oder auf die Straße, ein paar Meter
gemeinsam spazieren und nochmal eine andere Perspektive auch von außen zu haben. Dann die Themen ganz klar anzusprechen und zwar immer mit dem Ich anfangen und nicht mit dem Du. Also ich kann natürlich jemandem Vorwürfe machen, das wäre eher die Du-Haltung. Wenn ich mit mir anfange, dann kann ich meine Gefühle beschreiben. Ja, also das heißt, wenn ich mich nicht abgeholt fühle, wenn ich denke, dass du mir nicht gut tust in der und der Situation, dann muss ich beschreiben, was tut mir denn nicht gut? Warum empfinde ich das und was empfinde ich? Meist reicht das schon in vielen Konflikten initial aus, dass das Gegenüber auch verstehen darf und kann, warum es mir wichtig ist. Und kein Mensch tut generell gerne den anderen Menschen weh. Es ist dann eigentlich ein Türe öffnen, was da passiert. Und dann findet man im Regelfall auch eine ganz gute Basis, nochmal in den Austausch zu kommen. Danke auf jeden Fall für die Tipps, auch das Gelände beispielsweise zu verlassen, also die Bewegung zu laufen, auch mit reinzubringen und auch in der Ich-Form zu sprechen. Auch das, also diese Gefühle auch erstmal zu fühlen, zuzulassen und auch zu reflektieren, das hat ja auch was mit einem selbst zu tun und auch mit innerer Haltung, Dr. Schröder. Also die innere Haltung ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt und gerade auch als Führungskraft muss ich ja erstmal so weit sein, mich auch selbst zu reflektieren und gegebenenfalls in so einer Situation auch selbst an mir zu arbeiten. Das ist natürlich die Frage, machen das Führungskräfte gern oder halten die dann doch eher an den alten Sachen fest? Ja, ich meine, das Festhalten an alten führt nicht zu einem Verlassen des Musters. Und ich denke, Daniel hat das gerade so schön gesagt, wenn es um Konflikte geht, wo ich immer denken würde, auch wenn Leute dann anfangen, wütend zu werden, wo ich immer denken würde, Wut ist Energie im Stau. Wie musst du die Nadel stechen, damit es wieder ins Fließen kommt? Und ins Fließen kommt es nicht, indem wir vom selben weitermachen, sondern tatsächlich ein neues Muster auflegen, uns verändern. Und diese Veränderungsbereitschaft bedeutet auch, was Neues machen zu können. Und ich denke, das gelingt immer in kleinen Schritten. Und auf die Frage, sind Leute bereit? Das ist ja immer die Frage, an welcher Weggabelung derjenige in seinem Lebenskontext auch steht. Soll heißen, wenn jemand sagt, ich mache immer nur weiter, du hast vorhin von dem Hamsterrad gesprochen, dann ist natürlich die Frage, weitermachen, wohin führt das eigentlich? Aber wenn ich permanent die Chance habe, mich neu ausprobieren zu dürfen und zu können, kann ich das in ganz kleinen Schritten machen. Und diese Reflexionsfähigkeit setzt natürlich bei der Wahrnehmung an. Erstmal wahrzunehmen, was ist denn momentan? Was strengt mich an? Was macht mich starr und was macht mich eng? Und was würde vielleicht helfen, mehr in eine Leichtigkeit zu kommen? Und wir erleben das in vielen Unternehmen, dass die Leute sehr starr und sehr eng und durchgetaktet sind. Und es hilft so viel, tatsächlich nicht mehr in dem Festhalten und in dem Controlling-Modus, sondern tatsächlich in ein Loslassen zu kommen. Und ich glaube, das fällt vielen noch sehr schwer, ins Loslassen zu gehen. Ich fand das gerade spannend, also was Sie beide gesagt haben, das hat mich auch sehr an Beziehungen erinnert. Ne? Also wahrscheinlich ist es nichts anderes, diese Arbeitsbeziehung wie halt eine Beziehung zu führen. Ja, also bin ich ganz Ihrer Meinung. Und in der Tat ist es so, dass natürlich viele Facetten von dem, die in der Arbeitswelt wichtig sind, auch im privaten Umfeld eine ganz große Rolle spielen. Denn eins ändert sich nicht, das ist ja die grundlegende Situation, dass Menschen miteinander im Austausch stehen. Da gibt es Sender, Empfänger, da gibt es Erwartungshaltung und es gibt das Verhalten. Und ich glaube, Unternehmen müssen deutlich stärker und auch Partner vielleicht deutlich stärker werden, wahrzunehmen, was ist tatsächlich die Erwartungshaltung des anderen. Das muss man manchmal hinterfragen, manchmal nochmal nachfragen, weil man vieles vielleicht nicht von Anfang an versteht und vielleicht auch individuell andere Sprache wählen würde als der Gesprächspartner. Da kommt es schon zu einem Delta zwischen dem, was sendet der Sender, was empfängt der Empfänger. Also das sollte man immer noch mal prüfen, ob man das wirklich verstanden hat, was der andere sagen wollte. Nicht, was er sagt, sondern was er sagen wollte inhaltlich. Ja. Wenn ich das verstanden habe, dann habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, damit auch zu argumentieren, damit umzugehen. Ich sage mal, die Gefühlswelt des anderen, primär auch die Bedürfnisse zu verstehen und dann gezielt darauf eingehen zu können, zu unterstützen, dass man einen Konsens findet. Ja, da möchte ich einhaken, weil ich glaube, es ist wichtig, was du sagst. Es ist eben nicht nur das, was wir sagen, sondern die Art und Weise, wie. Und vor allen Dingen auch das Wozu mit einzubeziehen. Also gerade auch die Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Warum machen wir das oder wozu machen wir das? Und wenn es uns gelingt, tatsächlich wieder eine Beziehungsebene, Sie haben gesagt, in einer Paarbeziehung oder in einer Teambeziehung ist das Gleiche, tatsächlich die Bedürfnisorientierung mitzusehen.
Und das bedeutet, auszusteigen aus dieser reinen Kopfdimension, wo wir immer nur analytisch alles verstanden haben, weil das analytische Verstehen führt nicht zur Handlungsbereitschaft. Aber wenn wir andocken an das, was unsere Gefühlsebene, was unsere Werteebene ausmacht, dann kann ich sagen, da ist meine Herzebene mit drin und auch mein Bauchgefühl. Mhm. Und das sind ganz wichtige Dimensionen, wo wir auch wieder miteinander im Kontext oder in Beziehung sind. Mhm. Was würden Sie denn sagen, wie können Mitarbeitende empowered werden zum einen und zum anderen? Würden Sie trotzdem sagen, dass Burnout zunimmt? Ja, ich meine, wenn man das sich anschaut, die Führungskräfte und Mitarbeitende werden dünnhäutiger, weil die haben ein höheres Pensum, immer kürzerer Zeit zu leisten. Und jetzt kommen diese ganzen Dimensionen, die Angst und Sorge bereiten und die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, der erste Punkt zum Thema Empowerment ist die Wahrnehmung, was tut mir gut? Wie ressourciert bin ich? Es soll heißen, wie steht es um meine Energie? Wenn meine Energie gut ist und ich mich täglich booster mit guten Gesprächen und mit Lachen und mit Bewegung, Sie haben Bewegung vorhin angesprochen, dann sind das gute Dinge, die mein Immunsystem auch stärken. Also Empowerment ist sozusagen auf der, wenn ich das sagen würde, psychoneuronalen Ebene. Es wirkt positiv auf meine Psyche und es stärkt letztendlich auch mein Immunsystem. Und das ist eine Beziehungsdimension. Also insofern können die Führungskräfte auch dazu beitragen, dass der Burnout-Level insgesamt in den Unternehmen gesenkt werden kann. Mhm. Nochmal zu diesem Burnout. Sie hatten jetzt gerade schon ein paar Beispiele gesagt, aber haben Sie vielleicht noch mehr Beispiele? Also eben Bewegung, vielleicht raus in die Natur, frische Luft. Zum Thema Burnout-Prävention. Ja, ich glaube, jeder muss sich darüber Gedanken machen, wie hoch sein Stresslevel ist. Mhm. Und das hat immer was mit der Betrachtungsweise und der Beurteilungsweise zu tun. Also jemand, der sagt, irgendwie, also 3 Telefonate sind mir einfach zu viel. Und jemand anders sagt, ich habe 150 Calls am Tag. Und er sagt, also ich könnte noch mehr machen. Mhm. Das ist ja eine individuelle Wahrnehmungsdimension. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, was Daniel gerade eben auch gesagt hat, die Bedürfnisse mit einzubeziehen, dass wir eben nicht nur die Faktendimension sehen, sondern zu sagen, was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt? Das ist sozusagen die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, sich immer zu vergegenwärtigen, was kann ich für mich tun, damit meine Ressourcen, also meine Energie steigt? Zum Beispiel mich mehr zu bewegen, mich anders zu ernähren. Wir haben in dem Vorgespräch darüber gesprochen, was hast du heute Morgen gegessen? Und ich finde, dass das steigt oder das ist ein wichtiger Faktor dafür, wie wir auch mit uns selbst umgehen. Soll heißen, kippe ich irgendeinen Müll in mich rein oder gehe ich sozusagen auch achtsam, respektvoll, wertschätzend mit mir selbst um? Mhm. Und der letzte Aspekt ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ist der, wie ist meine Selbstwertschätzung? Wir lernen das in Seminaren und in Workshops, dass wir wertschätzend mit anderen umgehen. Aber die erste Ebene, du hast vorhin vom Hamsterrad gesprochen, bin ich in der Selbstwahrnehmung und wertschätze ich mich selbst? Also das Thema Selbstempathie und Selbstfürsorge spielt auch in diese Beziehungsheilkunde-Dimension eine ganz große Rolle. Wir sind jetzt gerade, finde ich, sehr auf einer, auf den Soft-Skill-Ebenen, auf einer Soft-Skill-Ebene. Wie kann denn zukunftsorientierte Führung aussehen, vielleicht auch für ein Unternehmen, dass Sie sagen, jetzt muss ich aber hier nicht alles auf den Kopf stellen und alles anders machen, als ich es vorher gemacht habe? Ja, das ist in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Frage, denn ein Unternehmen funktioniert ja. Ein Unternehmen ist ja auch dafür da, einen wirtschaftlichen Gewinn irgendwo zu erwirtschaften. Und das ist auch ganz wichtig. Du sagtest eben, dass natürlich auch im Unternehmen es wichtig ist, dass man wertschätzend miteinander umgeht. Warum ist das eigentlich so wichtig? Es ist halt eben so, dass wenn ich als Unternehmen bestimmte Ziele verfolge, die Wertschöpfung betreiben sollen und Umsätze generieren sollen, dann passiert das auf Basis von 2 Welten, würde ich sagen. Die erste Welt ist eigentlich die Welt der Produkte, der Dienstleistungen, also dem Teil, was bietet das Unternehmen an, zu welchem Preis, in welchem Markt. Der zweite Teil ist in meinen Augen häufig unterrepräsentiert in Überlegungen, das ist nämlich der menschliche Teil. Also der Faktor Mensch im Unternehmen, der letzten Endes dazu beiträgt, dass ein Produkt, eine Dienstleistung auch tatsächlich verkauft werden kann, also hergestellt wird, verkauft wird, vertrieben wird. Und dieser Faktor Mensch, der ist natürlich hochkomplex. Und
Es fängt schon damit an, dass man sozusagen Menschen zusammenbringt, um bestimmte Arbeitsaufträge, Arbeitspakete an sich zu ziehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Das große Ganze verstehen zu können, ist so komplex, dass man sozusagen noch nicht mal als Geschäftsführer, der die ganze Organisation leitet, in der Lage ist, tatsächlich jeden Tag zu sehen, was da alles passiert, in welchem Team, wo springen sozusagen die gedanklichen Lämpchen auf Rot und wo stehen sie noch auf Grün. Das kann man sehr schwer abschätzen, weil die operative Last so hoch ist, dass man dafür keine Zeit hat. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das tatsächlich zu tun, ohne eine Revolution, sondern eine Evolution zu betreiben. Und da geht es darum, dass man über technische Lösungen anbieten kann, dass man in den Teams bestimmte Bedürfnisse und auch Impulse aufnimmt. Und das Ganze, und das ist sehr, sehr angenehm, auf eine anonyme Art und Weise. Das heißt also, keiner im Team, keiner der Belegschaft muss befürchten, dass durch mein Feedback, durch meinen Impuls sozusagen ich da an die Wand genagelt werde, sondern ganz anders. Es ist so, dass die einzelnen Mitarbeiter dazu befähigt werden, das Unternehmen mitzulenken. Also ganz neue Idee, nicht der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin lenkt alleine das Unternehmen, sondern der Geschäftsführer macht sich zu eigen, jedes Individuum in der Organisation zu nutzen, mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Wertvorstellungen, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Kompetenzen, um diese alle beizutragen für das geschäftliche Gelingen. Und das ist eine technische Lösung, die dann anzeigt, tatsächlich in einer Art Ampelsystem, wo stehen wir und an welchen Punkten müssen wir wie weitermachen, damit es uns besser geht, damit wir zufriedener arbeiten, damit wir fehlende Prozessschritte ausgleichen, verbessern, damit wir besser interagieren und kommunizieren. Wenn man das dann vor sich liegen hat, ein solches Ergebnis, dann wird es auch viel, viel einfacher, dass mehrere Menschen an diesem Auftrag arbeiten und sagen, ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gefühlt, dass wir da ein Thema haben, da müssen wir uns bessern. Und dann hat man auch eine Identifikation, sich verbessern zu wollen und zu können, weil man weiß, ich bin gefragt worden und ich konnte dazu beitragen, dass wir das umsetzen. Ja, danke auf jeden Fall für dieses Tool. Dr. Schröder, an welchen Stellschrauben können denn Führungskräfte generell auch arbeiten, um die Unternehmenskultur zu verändern? Ich glaube, der erste Aspekt ist tatsächlich mal wahrzunehmen, wie die Unternehmenskultur denn momentan ist. Und dann sozusagen, das eine ist, von Daniel, du gerade gesprochen hast, die Wahrnehmung, durch Tools das zu erheben und dann eben auch zu überlegen, was können wir denn tun? Und ich denke, es sind drei Aspekte, auch wieder hier an den Verhältnissen zu arbeiten. Häufig wird an Verhältnissen gearbeitet. Und der zweite Aspekt an dem Verhalten, also in den Teams. Und der wichtigste Aspekt ist meiner Meinung nach die Reflexion der inneren Haltung. Nochmal zu gucken, wie sehe ich denn überhaupt meine Mitarbeitenden? Also mein Sohn hatte mal so ein Buch gelesen, irgendwie das Greggs Tagebuch, das hieß irgendwie von Idioten umzingelt. Also wenn ich denke, sozusagen, die können nichts, dann bin ich unheimlich stark in einem Controlling-Modus. Wenn ich umgekehrt Empowerment ausübe, indem ich den Leuten was zutraue, dann sage ich, du weißt das noch nicht und ich schicke dich auf ein Seminar oder auf einen Workshop, da kannst du das lernen. Und das triggert sozusagen intrinsische Bereitschaft, weil Eigenverantwortung übergeben wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Leuten Freiheitsgrade zu ermöglichen, weil je mehr Freiheitsgrade ich gebe, sind Studien belegt, desto besser sind die Arbeitsunfähigkeitstage. Und der zweite Aspekt ist, wenn ich Eigenverantwortung bekomme oder übertragen bekomme, dann kann ich mich gemäß meiner Potenziale ausleben. Und das bedeutet, ich komme in die Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist immer ein ideales Tool, um tatsächlich Empowerment zu stärken. Das fängt aber an, wie gesagt, bei den Führungskräften zu sagen, was traue ich mir zu, was traue ich anderen zu? Wir müssen nicht an organisationalem Vertrauen arbeiten, wenn ich mir schon nichts zutraue, weil mein Selbstwert so schlecht ist. Also die Kaskade wäre immer, ich traue mir, ich traue mich, ich traue dir, ich traue euch. Also insofern Empowerment tatsächlich durch Übertragung von Eigenverantwortung. Und da sind wir auch wieder bei der inneren Haltung. Ne? Was traue ich mir zu, was traue ich den anderen zu? Nochmal in einer anderen Dimension. Dr. Nummer, wie sehen Sie das? Wir haben jetzt über so viel gerade schon gesprochen und teilweise hat es sich schon sehr komplex angehört. Und wenn ich da jetzt so an einen Unternehmensführer oder eine Führerin denke, das sind so viele Sachen, an die man eben denken muss. Wie sehen Sie das Thema Management versus Führung? Ja, ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin
hat natürlich für ganz, ganz viele Dinge, Themen des Alltags Verantwortung zu übernehmen. Für den Umsatz primär, denn es ist ein wirtschaftlicher Betrieb, der da stattfindet. Und aber auch eine soziale Verantwortung, die da jeder übernehmen muss, nämlich für die Menschen, die dann in diesem Umfeld für dieses Produkt oder für diese Umsätze arbeiten. Das heißt, es sollte natürlich auch sozial Sinn machen, was man da tut. Der erste Schritt ist natürlich, dass man das erstmal wahrnimmt. Also ich glaube, dass wir in einer deutschen Gesellschaft häufig da relativ schnell in die Situation kommen, dass wir die wirtschaftlichen Aspekte sehen, dass wir Betriebe bewerten nach Kennzahlen. Und das soll auch so sein, das ist mit Sicherheit auch sinnvoll, keine Frage. Diese Kennzahlen, die braucht es, um einfach zu sehen, wie hat denn der Betrieb in der Vergangenheit gewirtschaftet. Wenn ich aber jetzt umkehren würde, und das würde ich jedem Geschäftsführer, jeder Geschäftsführerin empfehlen, dann würde ich nicht nur retrospektiv in die Vergangenheit schauen und mir Kennzahlen anschauen, wie hat denn der Betrieb letztes Jahr, vorletztes Jahr gewirtschaftet, sondern eher auch prospektiv in die Zukunft gerichtet. Was brauchen wir denn, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein? Und wann kann das wichtiger sein als in der heutigen Zeit, wo durch Globalisierungsaspekte, durch Informationskanäle, die sich jeden Tag neu generieren, so viele Informationen und Inhalte geteilt werden, dass sich eigentlich doch unsere Welt jeden Tag ein Stück ändert. Also es ist hochdynamisch im Umfeld und dementsprechend, denke ich, macht es Sinn, dass ein Unternehmen Möglichkeiten für sich etabliert, Mitarbeiter, also die geballte Denkkraft, die im Unternehmen vorhanden ist, und auch die Erfahrungswerte, die gerade auch bei den langjährigen Mitarbeitern, die schon länger im Unternehmen sind, vorhanden sind, das alles mit dem jungen Aspekt des Unternehmens auch zu verbinden und diese Kraft dazu zu nutzen, auch kluge Entscheidungen zu treffen in Richtung Zukunft. Was sind kluge Entscheidungen? Also es geht darum, dass das, was man als Projekte oder als Produkte definiert, dass das eben auch mit dem Aspekt Mensch in Einklang gebracht werden muss. Ich würde behaupten, dass kein Unternehmen wirklich langfristig Erfolg hat, wenn es das beste Produkt der Welt, den besten Turnschuh der Welt in den Markt reinwirft und da aber die Menschen in dem Unternehmen nicht dahinter stehen und ich sag mal, das Image oder auch die Marke als solche nicht verstanden wird, dann hat man nur eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt wirklich nachhaltig erfolgreich wird. Das heißt also, man muss immer den menschlichen Teil mit dem wirtschaftlichen Teil verbinden. Denn Menschen denken primär nicht in Zahlen. Also sie haben Herz, sie haben Kopf, sie fühlen und man sollte diese Gefühle auch als Geschäftsführer taktisch gut einsetzen, um klarzumachen, was tun wir hier eigentlich. Und das werde ich wahrscheinlich mit Kennzahlen und PowerPoint-Präsentationen nur sehr, sehr schwer erreichen. Mhm. Also Herz und Bauch. Herz und Bauch gehören mit dazu, ist nicht das Einzige, gehören mit dazu. Aber wer das erkennt als Unternehmer, der hat mit Sicherheit auch erkannt, wie gut man Menschen zusammenbringen kann. Und dann gewinnt man Innovationskraft, man gewinnt Feedbackkultur, man gewinnt eine Fehlerkultur, ohne dass man das mit separaten Workshops implementieren muss. Sondern das kommt auch häufig von ganz alleine aus der eigenen Belegschaft, wenn man das fördert. Vielen Dank.